Buongiorno. Hört sich doof an. Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einem neuen Livestream am Anime-Mittwoch zu Pokémon Kristall. Ich freue mich. Ich blende mir einfach mal ein. Da ist der schlecht bezahlte Statist, der nicht bezahlt wird. Und wir wechseln einfach mal direkt rüber. Da ist es. In die entsprechende Szenerie. Drück mal einen Knopf. So. Ja, Mittwoch 1.44 Uhr. Ja, fast. Fast. Das ist fast richtig, aber hey. So. Genau, wir haben hier aufgehört im Drachenschrein. Erinnerungen kommen zurück. So. Was wollte ich gerade sagen? Genau, heute gibt es diese Woche keinen Pokémon-Tag, sondern einen Anime-Mittwoch mit Pokémon, weil Pokémon ist ja auch ein Anime-Spiel, nur kurz so nebenbei. Und wir gehen mal runter. Wir müssen ja Dinge tun. Oh. Nämlich kämpfen. Du, wie kannst du es wagen? Niemand bat dich einzutreten. Doch, die dämliche Leiterin ist eine Heulsuse, kann ich verlieren und will mir einfach diesen verdammten Ohr nicht geben, damit ich endlich in die Remus. Was ist das denn für ein Name? Damit ich einfach in die Liga kann. Das ist voll doof. Wie ist die nochmal? Sandra, glaube ich, ne? Los, Black Fork. Gleiches Level. Hier, Spuckball ins Gesicht, ne? Mein kleiner Gummiball. Aha. Ja, okay, ne? Aber ruhig Drachenwut. Ist ein Free-Hit. Genau wie mein Spuckball, mein kleiner Gummiball auf Doom. Der ist auch ein Free-Hit. Oder mit einem Kritten Two-Hit. Finde ich auch gut. Ja, Mann, Erfahrungspopel 38. Level 38. Stark. Ja, finde ich auch. Ich bin schon almighty. Sag mal überhaupt, wie ist denn das Team? Edna ist auf 40. Tentacleborn 20. Kilian 22. Ich weiß gar nicht, wie das Level Cap nochmal war in der Liga. Gute Frage. Ich würde mal sagen, Marcel kann erstmal auch ein bisschen draufhauen. Marcel muss noch ein bisschen nachleveln. Darf ich hier eigentlich? Geil, ich darf die Atmosphäre zerstören. Ernsthaft, jetzt fliegt hier eine Fliege rum. Egal, wir haben Calcium gefunden. Calcium ist toll, Calcium ist super, Calcium ist Balsam für die Seele. Haben wir Calcium hier drin? Der Spätzwert. Hier, für Edna. Edna kann das sehr gut gebrauchen. Oh, ernsthaft. Oh, verpiss dich, scheiß Fliege, warte mal. Also es ist praktisch, wenn man eine elektrische Fliegenklatsche hier liegen hat. So kann man den Donnerschlag des Peinigers walten lassen, wenn der blöde Vieh nochmal hier aufkreuzt. Na, wisst ihr, wie das Vieh reinkommt? Es sind überall Fliegennetze im Fenster. Da! So, fängt gut an, fängt sehr gut an. Weißt du was? Ich hab mal Bock. Hab ich überhaupt eine Angel? Ja, ich hab eine Profi-Angel. Nur eine Profi-Angel, alles klar. Ich hab mal Bock zu angeln. Uah, da hat er so was angebissen. Doch. Uah, was ist denn? Ja, mächtig. Daran können wir Marcel auf jeden Fall... Wow. Auf jeden Fall erstmal gut hochleveln. Das sollte sogar für ein Level-Up reichen. Ja, Mann. Carpador macht's einfach. Es ist das allmächtige Carpador, welches mir... Ach, komm, ey. Einmal noch angeln. Und danach gehen wir weiter.
Boah, da hat wieder was angebissen. Ist wieder ein Carpador? Wenn ja, dann lohnt es sich nicht weiter zu angeln. Alles klar, es lohnt sich nicht zu angeln. Wir haben ein Garados, wir brauchen keinen Carpador. Gut, und tschüss. War ja ein Versuch wert. Oh, erstmal ganz wichtig, wir klatschen die ganzen Trainer. Los, der geboren. Du solltest nicht hier sein. Aber das bin ich trotzdem. Was sagt uns das richtig? Ich darf alles. Denn das ist mein Stream. Boah, dieser Mistflieger. Ha, erwischt. Warte mal. Ich bin sofort wieder da. Oh, ätzend. Wo ist die Leiche? Keine Ahnung. Egal, ich habe die wieder erwischt. Die sollte jetzt irgendwo tot auf dem Boden liegen. Ich werde sie einfach die Tage mal wegsaugen, hey. Ja. Drecksfehlendes. Kara. Mhm. Kara mit Sepa. Finde ich toll. Sepa. Jetzt könnte ich auch endlich mal in Ruhe weiterspielen, ne? Hoffe doch mal. Alle Probleme wurden beseitigt. Alle Nervensägen gekühlt mit der Ähnel-Gedenk-Fliegenklatsche. Ja, sehr schön. Sepa kriegt einfach mal 10-mal so viel Erfahrungspopel wie Carpador. Finde ich super. Yay, noch ein kleines, pummeliges, knuffiges Sepa. Welches werden die Wand fuchteln? Was? Warum überlebst du das? Ernsthaft? Du bist nur ein kleines, doofes Sepa. Okay. Marcel ist voll in Rage. Finde ich sehr gut. Finde ich super gut. Und ein Seemon. Das war irgendwie zu erwarten. Aber wie gut, dass es doch kein Drache ist, weil... Ich meine, Seemon sieht echt geil aus. Seemon ist einfach vom Design her einfach ein Seepferdchen, aber richtig cool. Das Gute und Traurige ist... Das Gute ist, es ist nur Wasser. Wir können es einfach wegbrutzeln. Das Traurige ist, es ist leider noch kein Drache. Und ich finde Seemon optisch cooler als Seedrake, nur so nebenbei. Ich hätte gerne Donnerblitz. Ich glaube, wir brauchen unbedingt Donnerblitz. So, Kara wurde besiegt. Sehr schön. Mist verloren. Oh, das kommt davon, wenn man sich überschätzt. Slut. So, ab da unten. Hallo. Ein Fremder, den wir nicht kennen. Ja. Außerdem bin ich eine Fremde. Ich bin in meinem Christa. Ein Mädchen. Dumm Bratzen. Jana und Nana. Da war jemand sehr kreativ mit der Namensfindung. Bratini. Jana und Nana. Mhm, tolle Namen. Einfach mal reinbeißen. Sieht aus wie ein kleines Würmchen und Marcel hat Hunger. Oh nein, eine Windhose. Die über den Rahmen von dem... von der Textbox fuchtelt. Das ist voll deeper Shit. Hier, Drachenwut. Die Drachenwut formt ein M für Marcel. Das ist einfach toll. Kopfnuss. Mhm. Mach du mal ruhig. Beißen ist jetzt kaputt, komm. Aufessen, Marcel. Uns gibt's morgen schlechtes Wetter. Obwohl, schlechtes Wetter würde bedeuten, es ist nicht mehr so warm und ich könnte in Ruhe streamen. Geil. Mhm, Dratini. Ja, ja, mach mal ruhig. Hier, wir fuchteln es einfach weg. Und tschüss. Ja, geht doch. Also Dratini ist One-Hit, aber ein Sepa überlebt das. Doof. Aua. Mimi. Top Elixier. Das gönne ich mir. Ja, ich möchte einmal surfen, um die Atmosphäre hier zu verdallen. Ein Strudel, möchtest du? Ja. Los, Tentakelporn. Yeah! Irgendwann werden wir auch die Strudelinseln
uns unterwerfen. Wenn wir entsprechende Dinge dafür haben, was wir auch brauchen, um da etwas Tolles fangen zu können. Ein Karpadoof auf Level 11, es wird immer schlimmer. Ja, Marcel muss davor fliehen. Marcel hat Angst vor Karpador. Denn es wird zu einem blauen Karpadoof und da haben wir Angst vor. Ja, bevor wir da reingehen. Ist doch bestimmt was versteckt. Jawohl, ein Beleber. Den nehmen wir doch mal mit. Das ist bestimmt noch mehr. Ich will noch mehr. Ich will noch viel mehr. Ich will nicht noch mehr Karpador sehen. Ich will noch mehr erkunden. Und Items sammeln. Items sind toll. Ich meine natürlich Items. Hey, es ist Level 17. Es wird langsam erwachsen. Oh, toll. Tschüss. Jawohl. Ein Drachenzahn. Oh, schön. Das kann durchkommen. Dann müssten wir jetzt eigentlich alles haben, was wir hier finden können. Jo. La, 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 la. Wieder ein Karpador. Wenn mich wenigstens mal ein Dratine so anfallen würde oder ein Seemon. Das würde ich ja auch noch fangen, weil Seemon ist cool. Aber nein, es ist immer nur Karpador. Karpador, Karpador, Karpador. Ein Karpador jagt das andere. Aber nicht mehr jetzt. Hey, Opa, alles klar? Hm, schön, dass du da bist. Du musst nicht erklären, warum du hier bist. Sandra hat dich geschickt, oder? Sie ist ein wirklich... Was? Tut mir leid, aber ich muss dich prüfen. Keine Angst, du musst nur einige Fragen beantworten. Fertig? Was bedeutet dir Pokémon? Kumpel, Untertan! Ein Untertan! Kamerad, oh, ich verstehe. Was hilft dir im Kampf zu gewinnen? Strategie, Training, Mogeln, natürlich Mogeln. Strategie, oh, ich verstehe. Gegen welche Art Trainer möchtest du kämpfen? Schwächling, Muskelprotz, jeder. Oh, ich verstehe. Was ist beim Training von Pokémon am wichtigsten? Liebe, Gewalt, Gewalt, Wissen. Ja, komm hier. Oh, ich verstehe. Starke Pokémon, schwache Pokémon. Was ist wichtiger? Starke Pokémon. Na komm, hier beides. Ich verstehe. Du kümmerst dich von Herz um Pokémon. Sehr löblich. Überzeugung ist wichtig. Christa, mach weiter so. Ich treffe dich dann bei der Pokémon-Liga. Eigentlich wäre es mal interessant zu wissen, was passiert, wenn man immer nur das, sag mal, das Böse antwortet. Wie ist es gelaufen? Ich muss dich danach fragen. Du hast versagt. Wie? Bestanden? Das kann nicht sein! Du lügst! Sogar ich habe es nicht geschafft, weil ich dumm bin! Sandra, dieses Kind ist tadellos in Geist und Talent. Gestehe deine Niederlage und übergib den Drachenorden. Oder soll ich das Siegfried erzählen? Ich verstehe. Hier, das ist der Drachenorden. Jetzt nimm schon. Danke, Fotze. Von nun an können deine Pokémon die Fähigkeit Kaskade einsetzen. Ferner werden dich alle Pokémon als Trainer anerkennen und dir bedingungslos gehorchen. Weil wir uns ein kleines Stück Metall an die Brust pinnen. Sandra, dieses Kind spiegelt das wieder, was dir noch fehlt. Heul. Verpiss dich. Achso, ich darf gehen. Achso, ich dachte, da kommt noch was. Kennst du den jungen Meister Siegfried ohne Reu? Er ähnelt so unserem Meister in dessen Jugend. Das liegt ihnen im Blut. Also ist das sein Vater. Es ist schon lange her, seit ein Trainer die Anerkennung unseres Meisters bekam. Der letzte war Meister Siegfried. Ja, und jetzt kommt Meister Christa. Meisterin Christa? Moment! Was, wer, wo, wie? Oh. Das tut mir leid. Hier, nimm das als Entschuldigung. Feuerodem müsste das sein, ne? Ja, Feuerodem. Nein, das hat nichts mit meinem Atem zu tun. Wenn du sie nicht möchtest, musst du sie nicht nehmen. Was ist los? Willst du nicht zur Pokémon-Liga? Weißt du, wie du dorthin gelangst? Ja. Geh von... Ja, ja, ich bin nicht blöd. Die Route ist schwierig. Nein, ist sie nicht. Wenn du verlierst, macht das meine Niederlage gegen dich noch härter. Gib dein Bestes. Lass mich in die Ruhe.
Geh weg, geh kacken. Von der brauche ich nichts. Nein! Noch ein Carpenter, oh Hilfe, ich habe Angst. Oh, das ist Level 10. Oh, es ist so mächtig. Boah, ich sterbe vor Angst. Flucht. Ich muss abhauen. Wir sind 27 Level höher. Das können wir nicht gewinnen. Meine Fresse, Alter. Ey, ich nehme gar keinen Schutz. Oh. Oder noch Hypnose, oder? Bingo. Yeah. Ich nehme keinen Schutz. Nein, oh, Schutz, was? Ja, es hat keine Wirkung, weil es daneben ging. Bla, bla, bla. Er hat keine Wirkung. Komm schon. Ja, schlaf. Schlaf auf ewig. Habe ich überhaupt Pokebälle? Oh, bitte. Ja, geil. Scheiße. Okay, ich werde jetzt alle verwursten. Und dann werde ich das Vieh umbringen, weil es nicht drin bleiben möchte. Wow. Das habe ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Folgendes. Epileptische Anfälle. Das ist so, als wenn man in einem... als wenn man eine Blendgranate in einem Heim für epileptische Kinder zünden würde. Oh, es ist aufgewacht. Das geht mal schnell. Hau dich selbst. Ach, komm, ey. Du kannst nicht abhauen. Hau dich selbst. Komm schon. Mach dir Damage. Ich kann dich nicht schwächen. Ach, du Arschloch. Obwohl, ich kann es doch schwächen. Was laber ich denn da? Hier, guck mal, ich hab doch hier. Ne? Schwache Viecher dabei. Surfer, Giftstachel, Whirlpool. Weißt du was? Tentacleporn darf jetzt kämpfen und mit Whirlpool das Satini ganz langsam schwächen. Mit einer der beschissensten Wasserattacken, die es überhaupt gibt. Jetzt hau dich endlich selbst. Boah. Dragoran wäre schon cool. Ich habe Angst, es zu vergiften, deswegen lasse ich es einfach mal. Whirlpool. Nicht so viel. Na, endlich. Yo, wie viel Damage? Okay, der Whirlpool-Schaden ist nicht so immens. Okay, wir sind doppelt so hoch mit Tackleporn, aber trotzdem, das ist ein bisschen viel gewesen. Nicht mehr blöd. Oh, du bist blöd. Wir sind trotzdem schneller. Hat keine Wirkung, lass es. Oh, pen. Schlaf. Oh, jetzt schmeiße ich wieder einen Ball. Das hat ja eben schon dreimal gewackelt. Komm schon. Der passt farblich so schön zu dir. Wenn du voll entwickelt bist, nicht mehr, aber hey. 3, 2, 1, meins. Jawohl! Hat sich gelohnt. Geil! Dratini, das Drachen-Pokémon, ist heute sich um zu wachsen. Währenddessen wird es von einem schnellen Wasserfall beschützt. Hä? Okay. Möchtest du? Yo. Dann ist einfach Lindwurm. Nicht ist einfach Lindwurm. Nein. Lalalala. Fußrota! Yeah! Wir haben einen Dratini! Okay, doch. Dann habe ich endlich das Pokémon, was ich haben wollte. Wo habe ich denn... Ja, ich bin direkt drauf. Geil. Läuft, das ging echt schnell. Finde ich super. Verpiss dich, du strudeliger Strudel. Yeah.
Kann man da eigentlich noch was finden? Das möchte ich mal ausprobieren. Wo habe ich denn den Detektor? Okay, hier ist nichts. Hätte er sein können, ne? Man weiß ja nie. Oh, bloß weg hier. Och, Mann, Alter. Hallo, Griffer. Ich habe hier etwas für dich. Schaust du mal im Lotten? Ja. Aber auch nur, weil es auf dem Weg liegt, Alter. Obwohl, so alt ist er nicht. Ey, Junge, nur was auf dem Weg liegt. Warte mal. Wir haben ja, ne? Eisenschweif, Feuerodem. Kann das wer lernen? Ja, ich möchte. Ja. Ja. Ne? Ist jetzt nicht so die mega pralle Option. La 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 la. Habe ich nicht ein bisschen Müll auch gefunden? Ja, ich wollte erstmal. Ich wollte erst verkaufen, aber egal. Hyperball. Ich weiß gar nicht, wie viel ich überhaupt habe. Ich kaufe einfach mal. Zum Hochheilen. Leber. Überheiler. Ih, wir können X-Müll kaufen. Ja, wie ekelhaft ist das denn? Einmal den hier. X-Müll. Ich möchte was verkaufen. Super. Ein Supertrank, aha. Verbesserter Fluchtseil, Topschutz, AP Plus, Top Elixier, Drachenzahn. Überheiler. Bella haben wir jetzt 15. Okay. Tschüss. Fertig mit dir. Dann wollen wir uns einmal wieder entbehinderisieren lassen. Und dann werden wir die Route runtergehen, gucken, was der Alte von uns will. Der junge Alte. Der alte Junge. Und dann gehen wir endlich zur Pokémon-Liga. Ich freue mich. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich habe ja nur bis 18 Uhr Zeit. Also noch 3,5 Stunden. Und dann muss ich los. Ach ja, den Tunnel gibt es auch noch. Dunkelhöhle. Nee. Ich hab nichts mit Blitz dabei, ne? Fuck. Ah, scheiß drauf, hier gibt's eh nichts Besonderes. Schutzweg nicht mehr. Oh nein. Halt. Nee. Links war ein Trainer, den wollte ich natürlich mitnehmen. Um ihn zu klatschen. Hallo. Hallo, du kleines gorkliges Gorkler. Wenn du eine Kaskade überlebst, fange ich dich. Ich bezweifle das Ganze ein bisschen hardcore. Aber hey, man weiß ja nie, ne? Ah, sowas Doofes aber auch. Schade, kein Skorkler. Naja, was soll's. Ey, Typ. Bestimmt ein Wanderer, so ein fettbäuchiger. Ist ja auf alles vorbereitet. Lass mich mal sehen, wie gut deine Pokémon trainiert sind. Besser als deine, das weiß ich jetzt schon. Ich bin ja nicht du. Denn ich bin Beauty. Wieland? Mhm. Wieland, alles klar. Ich fand den Wieland. Toll. Hier frisst meine Kaskade. Es reicht natürlich. 451, da bringt mir ein wildes Sepa mehr Punkte. Georg, das ist schon mehr meine Hausnummer. Erfahrungspopel. Georg war schon immer ein hässliches Pokémon. Kleinstein, cool. Geowatz, geil. Aber Georg fand ich schon immer potthässlich. Und es tut mir überhaupt nicht leid. Ich finde es einfach hässlich.
Ja, Macholo. Oh nein, Hilfe, was soll ich damit tun? Schade, dass er nicht irgendwie Onyx oder so dabei hat. Einfach mehr Variation. Das wäre toll. Und löblich wäre es auch noch. Unnötig weggekrittet, aber naja. Oh, ich habe verloren. Blitzmerker. Ah, schön, dass du noch was merkst. Nein! Ibini Game. Oh, ein Steinklein. Wow, jetzt bin ich aber. Puh. Wie viel Erfahrungspummel gibst du mir? Einfach mal, ne, für die Neugier. Komm. Ich muss meine Neugier befriedigen. Da es keine Robustheit in diesem Spiel gibt. Yeah. Ach du meine Fresse. Kann ja gleich gegen Carpador kämpfen. Halt. Nein! Wie kommt der immer wenn ich halt's Maul. Mann, ich wollte das Item. Ich hasse es. Kacke. Mira. Kann mich mal sonst wo. Mirabellen. Ach Mann, das ist jetzt nervig. Wegklatschen. Verpiss dich. Geh aus der Sonne. Das war mal eine Bauchtrommel, ne? Oh, ein Schillock. Turtok wäre epischer, aber Schillock ist auch cool. Er mit seinem. Mit seinem Wampenwackeltanz. Für die Stoll. Yeah, 38 für Marcel. Marcel wird groß und mächtig. Komm, Glubschi muss auch nachleveln. Ja, ich wacke mit meinem Bauch. Wacke mal ruhig. Und tschüss. Donnerblitz wäre mir immer noch lieber als Donnerschock. Aber naja. Kann man nicht auch irgendwo Donnerblitz kaufen? Weiß nicht, in Kanto irgendwo? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon lange her. Gut, dann habe ich eben verloren. Ja, schön, dass du es einsiehst. Und ich will das dämliche Item. Kacke. Wie ich sowas hasse. Ich gehe links rum. Scheiße, Helene. Gut, dass ich links rum bin. Sehr, sehr gut. Ah, Donphan. Donphan ist cool. Ich würde es haben. Sinist, hallöchen und willkommen im Stream. Das ist doch garantiert mehr als 40 KP. Hey, bis Donphan. Geht doch. Ich wollte gerade sagen, toll, es kommt eine 5-fach-Kombo, die so gut wie nichts bringt. Du hast auf jeden Fall mehr als 80 KP und überlebst das noch ganz knapp. Hey. Ernsthaft? Es war noch grün. Ach, leck mich doch am Arsch. Es läuft alles. Wir haben Gold. Nur Gold und Goldpapier. Toll. Läuft alles super. Ich will Donphan haben. Ich will es einfach haben. Komm her. Donphan, die Route zwischen der Anfangsstadt und der Drachenstadt. Ich zeige einfach gleich die Map. Warte. Dagegen kämpfe ich nicht. Okay, Donphan hält keine zwei Drachenwut aus. Das ist echt traurig. Poco, kommtastisch. Hier kannst du Donphan kriegen. In diesem kleinen Gebiet. In diesem Grasbüschelchen. Donphan, komm schon. Ich will es haben. Ich will es einfach nur haben. Ich werde es wahrscheinlich niemals benutzen, aber ich will es haben. Dich nicht. Ja, weg damit. Skorgler. Ja, okay. Skorgro. Ja, cool. Ich habe auch ein kompetitives. Aber ich will es hier nicht haben. Danke, es geht doch. Bist du Mann? Du bist weiblich. Scheiße, wie nenne ich das denn? Eine Drachenwut überlebst, habe ich gehört. Mann. Random Shiny Donphan. Das wär's doch. Das wäre dann, glaube ich, ein bisschen grünlich, oder?
ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie Donphans Shiny-Farbe aussieht. Wenn ich drüber nachdenke, ich mir völlig entfallen. So, erstmal einfangen. Ich will es haben. Wie nenne ich es denn? Wenn es überhaupt mal drin bleibt. Dann mache ich das halt wieder so. Einmal wechseln. Donphan will nerven, also bekommt es jetzt gleich die Quittung dafür. Ja, mach mal ruhig. Ja. Aber die Augen zumachen, es gibt epileptische Anfälle. Panzergold, der Rest des Körpers hell. Ah, okay. Also Gold schimmelnd. Cool. Ja, es boxt sich. Naja, nicht viel, aber hey, immerhin. Jawohl, schwäch dich weiter. Aber lass dich auch einschläfern. Danke. Schlafe und träume süß. Nein. Beutel. Es ist weiter geschwächt, es schläft. Bessere Fangchancen können wir gar nicht haben. Bleib drin. Was hast du für eine scheiß Fangrate? Alter. Komm schon. Es bleibt da drin. Ach, leckt mich doch, ey. Ich will es doch einfach nur haben. Ist doch nicht wahr. Es hat echt 12 eine Fangrate? Das ist doch... Wow. Wie assi. Hey, wir haben's. Juhu. Bevor ich es vergesse... Wo habe ich es denn? Warte mal, das ist elementar wichtig. Das muss ich einfach machen. Oh, hoppla. Alles klar. Yay, toll, Donphan wurde gefangen. Mhm. Klassenbucheintrag, sehr schön. Donphan, das Panzertier. Die Haut dieses Pokémon ist so dick, dass eine normale Attacke bei ihm keine Spuren hinterlässt. Das habe ich jetzt aber anders bemerkt, möchte ich nur mal anmerken. Möchtest du? Ja, natürlich. Ein weibliches Donphan. Wie nenne ich das denn? Namensvorschläge sind gern gesehen. Was, Mr. Bumser? Was? Warum wurden die Nachrichten... Ach, weißt du was, Mama? Da war gar kein Link. Ätzend. Da war überhaupt kein Link. Kannst du sagen, was du willst. Michelle, wie wär's mit Michelle? Wegen Michelin. Ich nenn's einfach Michelle. Michelle, gib dir gleich eine Schelle. So. Zwei Schritte. Das war Mr. Bumser. Ah, okay. Weil du es zusammengeschrieben hast, wurde es als Link anerkannt, wegen dem Punkt dazwischen. Ein wildes Steinklein. Oh nein. Warum Mr. Bumser? Und überhaupt, es müsste dann Mrs. Bumser sein. Aber warum Mr. Bumser? Hat es eine tiefe Bedeutung? Nicht Mama beleidigen. Mama denkt bei sowas halt, oh, da ist Punkt mittendrin. Das muss ein Link sein, den muss ich löschen. Warum ich auf Berge klettere? Weil es sie gibt. Warum ich Pokémon trainiere? Weil es sie gibt. Mhm. Warum ich jetzt aufs Maul kriege? Weil es sie gibt. Roman. Roman, oh Mann, ist er dumm. Dick da. Der Pimmel der Pokémon-Welt. Es will wieder alles rumdingen. Das kannst du vergessen, Digga. Die Glaskanone der Boden-Pokémon.
Mit einem Crit. Also haben wir es jetzt 10-mal getötet. Geil. Wird schon immer völlig übertreiben. Dictri! Hält auch nicht mehr was so viel aus. Aber ein Donnenfahren in Ultrasonne, Ultramond, Wahlband, Kopfstoß, Full Tech ist. Ah, alles klar. Das haut natürlich rein. So, Dictri kann nichts dreifach penetrieren, weil es tot ist. Oh Mann. Niederlagen, die gibt es auch. Ja, Blitzmerker. Und die ist extra für dich. Da ist nix. Typ. Ey, Typ. Über dir. Typ. Ach, der will gar nicht. Hä? Warum hat er mich nicht von selbst? Hä? Weil ich mich nicht bewegt habe? Quentin Tarantino, alles klar. Mit Ibitak. Der Typ. Los, Marcel, wir müssen Quentin Tarantino umbringen. Fuchten ihm einfach mal ein paar auf den Schnabel. Ibitak ist cool. Na, was hast du noch? Mehr Vogel? Ich würde sagen, wir machen Glubschi auf Level 38. Ja, es beginnt wieder. Diese komischen Namen. Los, Glubschi, das Saurus kann dir nix. Döner, Schock. Boah, jetzt mal wieder ein Döner, ey. Ich glaube, ich hole mir nach dem Stream Döner, bevor ich ins Kino gehe. Hab ich irgendwie Bock drauf. Das war viel Damage dafür, dass es nicht sehr effektiv ist. Brutzel! Taurus kann fliegen. Red Bull. Ja. Hätte irgendwie was, ne? Sitzt auf Taurus, losfliegen, dann reitest du auf Taurus einfach durch die Luft. Hätte irgendwie was. Der rote Bulle von Tölz. Razaf. Razaf soll es sein. Was, was? Den kleinen Wutfussel werden wir mit Edna abmurksen. Bereite dich auf deinen Herzinfarkt vor. Wir werden dich jetzt eliminieren. Ah, Tornupto, alte Generation, wo es noch den Feuerkragen anhat. Schön. Flammenrad. Und darum drehe ich wirklich am Rädchen. Ernsthaft? Das hat es überlebt? Ernsthaft? Razaf, das Vieh mit der... Ernsthaft, eine Fliege? Wieder? Na, warte mal. Ne, bevor mir das Vieh wieder hier quer um die Ohren düst. Ein Mord live im Stream. Blöde Mistfliege. Was machst du da? Ich habe mit meiner elektrischen Fliegenklatsche diese nervige Fliege abgemurkst, die mich vorhin schon genervt hat. Ich könnte die Leiche... Ich habe im Duellturm gut gekämpft, das glaube ich dir nicht. Ich könnte die Leiche in die Kamera halten, aber... Nein, das wäre ja zur Schaustellung von toten Mistviechern. Hol doch die Polizei, ich fühle mich sowieso nicht frei. Mach doch. Eine Beere! Das ist auch dunkel drin, ne? Jo. Im Dunkeln ist gut, und kann das Schild mal weggehen? Oh, okay. Stimmt, mit der Höhle können wir wieder nach oben. Ich gehe mal da. Ja, das war die richtige Entscheidung. Na, Typ und Typine? X-Müll. Oh. Ich finde immer nur Schrott. Wir trainieren ein bisschen Black Fork weiter. Ich hätte Dratini mitnehmen sollen. Also Fusro, da hätte ich mitnehmen sollen. Da hätte ich jetzt ein bisschen trainiert. Verdammt, ich bin doof. Du könntest ja später noch mitnehmen. Ja, come on. Lotte. Die flotte Lotte.
Level 16? Was ist das denn auf einmal? Warum? Hätten wir vielleicht hier durch den Tunnel schon hinkommen können? Und deswegen... Boah, das ist ja erbärmlich. Wackel ruhig mit dem Kopf. Du heiße Lasagne. Das ist ja voll scheiße. Ich dachte, jetzt können wir noch ein bisschen leveln, aber okay, gut, dann nicht. Für die flotte Lotte haben wir flott erledigt. Hat die gerade Mistkerl geschrieben? Tatsächlich. Was für eine Bitch, ey. Nur weil sie nicht verlieren kann, weil sie unterlevelt ist und nichts drauf hat. Patrick! Ist er die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Ist er die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Ist er die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick! Ich bin auch keine große Krabbe. Friss meinen Gummiball. Kleines Äffchen. Diese läppischen Erfahrungspopel. Patrick. Wow. Oh, wir sind unten, ne? Wir müssen jetzt unten sein. Von der an, in der Hude. Level 3. Boah. Das geht mir aufs Ei. Ich will raus. So. Dann gehen wir mal eben kurz. Komme ich hier? Nein, komme ich natürlich nicht. Dann gehen wir mal eben kurz ins nächste Pokémon Center. Weil in Fang. Radfass. Nein. Nein, das will ich nicht. Was wollte ich denn gerade sagen? Weil ich glaube, in der Anfangsstadt gibt es kein PC, wo wir dann mal eben kurz ein Pokémon austauschen, meine Fresse, austauschen können. Ich möchte nämlich Dratini mitnehmen. Ja, geh weg. Lass mich in Frieden. Von dannen ziehen. Jetzt wollte ich mich schon wieder nach oben drehen. Lass mal kurz gucken. Whirlpool. Wir müssten Dratini Whirlpool beibringen, damit wir Tentacleporn wegpacken können. Kann ich aber mit leben. Weil Dragoran ist geil. Boah, Dragonier besser gesagt. Okay, dann bleibt er dabei. Warte mal, hat das für jeden Item? Ewigstein? Ernsthaft? Was hast du für ein Item? Ewiges Eis. Hä? Warum? Hä? Warum habe ich den? Hä? Wem habe ich was gegeben? Magnet. Und du hast was? Münzamulett. Du hast Holzkohle, das weiß ich noch. Okay. Kann man ja mal machen. Magnet geht wieder an Glubschi. Münzamulett geht an Marcel. Ja. Dann legen wir kurz was weg. Ablegen. Tschüss, Tentacleporn. Es war schön mit dir. Halbwegs. Mitnehmen. Mrs. Krabs. Mambo-Hüfte. Ach, die haben wir ja auch noch. Status. Zeig doch mal. Wickel, Silberlick, Donnerwelle. Mhm. Ich mag Shiny Kyurem. Wie sah Kyurem nochmal als Shiny aus? Ich meine, es war cool. Mitnehmen. Status. Wie sieht's denn bei dir aus, Michelle? Heule einiger Dreschpflege. Ach du Heiliger. Leck mich fett. Mrs. Krabs?
guck es dir an. Aber nicht jetzt. So, lass mich mal kurz gucken. TM, Eissturm, senkt den Wert des Gegners. Kann das jemand lernen? Einfach mal gucken. Fuß runter! Eissturm. Einfach mal vollpumpen mit irgendwelchen Attacken. Das müsstest du eigentlich... Jawohl, ey, guck mal, hey. Einfach mal beibringen. Aber Fuß runter kann ich... Ja, soll... Ja, natürlich. Wird zwar selten treffen, weil Gründe, aber hey, Hauptsache draufhauen. Feuerodem. Ja. Fußrodar soll das lernen. Dafür kommt der Wickel weg. Soll eine andere Attacke. Eo. Wickel und Tschüss. Dönerwelle kann eigentlich draufbleiben, um den Gegner zu behinderisieren. Außer wir haben was Besseres. Donnerschlag, Scanner, Erholung, Feuerschlag, Zerschneider. Wir müssen ja Whirlpool drauf klatschen. Aber erst, wenn es wirklich sein muss. Vielleicht brauchen wir auch keinen Whirlpool in... Ne, du weißt schon, in auf dem Weg zur Siegesstraße, also auf der Siegesstraße oder auf dem Weg zur Liga, besser gesagt. Es wäre toll. Weil, ich bring's erstmal nicht bei, weil die Attacke ist scheiße. Schwach und scheiße. Du machst Kekse, ich mach auch Kekse mit Schokostückchen. Oh, Cookies. Attacke. Bim, bim. Das kommt dahin. Attacke. Mhm. Flammrad, Schaufler, Ruckzuck, gibt es ja Trümmerer. Fuchtlerbiss, Drachenwut, Kaskade. Das machen wir mal so. Donnerschock, Zielschuss, Triplette kommt dahin. Das dahin. Erstmal anpassen. Spuckball. Das kommt dahin. Ah, ein bisschen durch. Willst du einfach nicht drin bleiben oder. Oder wie? Ich meine, okay, es ist Suicune. Das ist ein bisschen eigensinnig. Flop. Oh, mal gucken, was der Prof von uns will. Ey, Prof! Ey. Bloß nicht ins hohe Gras. Ich wäre sonst sofort angefallen. Dann krieg ich einen Anfall. Jo, Alter! Junge Alter, darf ich das wieder mitnehmen, auch wenn ich es nicht haben will? Hi Christa, dank dir komme ich mit meinen Forschungen hervorragend voran. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Wow. Der Meisterball ist der beste von allen. Wir kriegen von ihm den Ball, das habe ich voll vergessen. Das scheint so übel und kommt einfach nicht. Ach so, deswegen. Er ist der ultimative Ball. Ihm kann kein Pokémon entwischen. Er wird nur anerkannten Pokémon-Forschern überreicht. Oder Trainern. Ich glaube, du hast bessere Verwendung dafür als ich, Christa. Danke, hat sich gelohnt. Geil. Also, ne? Entei und Raikou, die beiden tauchen auf, sobald wir Suicune haben. Eins davon werde ich dann so fangen können. Weil ich will die haben. Ich brauche die dummen Viecher auch leider auch alle. Boah, das wird so nervig. Die See ist ruhig, möchtest du? Ja, ausnahmsweise, komm, hey. Route 27 und ich werde sofort angefallen. Da! Von einem normalen Tatara, das ist ja low. Du low Bob. Geh mal aus der Sonne. Dann kann ich jetzt eigentlich auch. Nein, noch nicht. Ich hau mir erstmal Schutz rein, weil ganz ehrlich, die Viecher hier muss ich nicht haben. Okay, da ist nichts. Mann! So, du hast deinen ersten Schritt in Kanto gemacht. Sieh auf die Karte in deinem Pokémon. Dafür belästigt er mich?
Flegel. Oh, oh, oh. Jetzt, oh, ich bin in Kanto. Nein. Ich muss erst Cascade holen. Ah. Ja, wir müssen Fußrodar leveln. Oh, Anti-Gravity-LP, Fox am Paten. Ich danke dir fürs Folgen und heiße dich herzlich willkommen bei den kleinen Macaronis, du nudelige Nudel. Freut mich, wenn es dir hier gefällt. Buongiorno. Was wollte ich denn gerade machen? Ach ja, ich weiß es wieder. Wo ist er? Wo ist er? Da ist es, das ewige Eis. Los, Fußrodar hat ja den Eissturm. Da freut sich Fußrodar. Johto-Fälle. Komm von Kilian. Alles klar. Von dem kleinen Spotter also. Groduf? Okay, schöner Name. Es ist, ich kann mir fast keinen schöneren Namen vorstellen. Aber mit Kilian muss ich auch mal wieder ein bisschen quatschen. Ist ja ewig her. Komm, das hinterher kriegen wir. Feuerodem. Oh Mann. Der immer treffende Superschall von Gegnern. Das ist doch so nervig. Jetzt hau ich mich sofort selber. Pass auf. Was ist das für ein Hexenwerk? Das war ein Crit. Ja. Alles klar. Würde ich mal sagen, machen wir das lieber so. Giftstachel. Boah, hat das keine Wirkung? Oh, du armes, kleines, schlappriges Ding, wie. Flatsch und weg ist es. Fällt mal ein. Ich brauche immer noch den MP-Teiler, ne? Wo kann man eigentlich den MP-Teiler hier kriegen? Ein Sonderblödbong. Ich guck mal eben kurz. Mich würde da mal interessieren, wo man den EP-Teiler nochmal bekommt. Dann brauche ich nicht immer hin und her switchen. Immer hin und her Nintendo switchen. Ist das witzig. Ich schmeiß mich weg. Mal kurz looken. Spielbeschreibung. Ja, toll. Fundorte. Route 30. Von Mr. Pokémon Tausch gegen rote Haut. Ah! Ah! Ja, stimmt, dafür war die alles klar. Nein, das ist die Route 30 in Johto gemeint. Von Mr. Pokémon. Stimmt. Da, ganz ehrlich, die hole ich mir jetzt. Dann, ich habe nämlich keinen Bock, Dratini die selber leveln zu müssen. Das wird unheimlich nervig. Diese ist ruhig, ja, ja. Wir holen uns eben den EP-Teiler. Hab ich ganz vergessen. Ich mach mit. Mach doch einfach mit. Das Gute ist, da kommen wir schnell hin. Aber wir haben noch keine Fliegen, ne? Warum haben wir eigentlich noch keinen Fliegen? Wenn ich schon dabei bin, mich zu informieren. La 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 la. Okay. Darf ich mal fliegen?
In Anemonia City? Oh Mann! Ist doch nicht wahr! Oh, von der Frau von dem Blödmann. Du bist ein... Wie heißt es? Wie heißt es von Super Mario World? Frag mich nicht warum. Stream Avatars hat einmal alle verteilten Avatare durcheinander geworfen. Warum auch immer. Du bist von Super Mario World ein Dino-Rino. Ein Dino-Rino. So ein kleiner Mini-Saurier. Warte, werden wir gleich sehen. Oh, jetzt kann ich einmal quer durch die ganze Region latschen. Warum? Oh, ist das ätzend. Wir werden uns auf jeden Fall beeilen. Okay. Auf jeden Fall bist du ein Super Mario World Vieh. Du kannst dich natürlich auch umbenennen. Die Stream-Avatare sind ja alle zahlenreich unten aufgelistet, weil ich mal Langeweile hatte. Ja, geil, Schutz wirkt nicht mehr. Wie gut, dass wir das nicht, dass die Option, möchte man das neu einsetzen, irgendwann mal bekommt. Leck mich, ich gehe jetzt hier durch. So. Nee. Ist das alles toll. Wollte er nochmal sein Haus... War das hier das Haus? Suche in Bäumen... Ah, okay. Das war nicht Mr. Pokémon. Wo ist der Penner? Hier ist der Penner. Ja, das ist der Penner. Hm, diese Haut. Was ist das? Ein rotes Gyarados? Das ist selten. Ich muss es haben. Christa, möchtest du es tauschen? Ich kann dir den EP-Teiler, den mir Professor Eich gegeben hat, anbieten. Ja, klar, gerne. Twitch deckt ausnahmsweise nicht. Das ist doch voll geil. Das freut mich. Das Leben ist schön. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Ja, auf jeden Fall. Ja, EP-Teiler. Hier ist er noch nicht OP wie in den letzten neuen Generationen. Oh, ich komme mit dem 3DS ans Mikro. Hält schon das Item ewiges Eis. Wechseln, ja! Jawohl, endlich! Sehr gut, jetzt können wir endlich angenehm leveln. Ach, leck mich doch, ey. Ja, ich möchte das zersäbeln. Mach mal. Los, Kilian, mein VM-Sklave. Eine G-G-G-Birre. Mhm. Eine GG-Birre. Verstehe. Ist das alles toll. Ja, ich möchte zerschneiden. Auf meinem ewig währenden Weg ein Item abzuholen. Das ist dunkel. Die Dunkelhöhle. Ja, alles klar. Im Dunkeln ist gut munkeln. Bla, bla, bla. Was ist gern für ein Pokémon? Ein Wunsch-Pokémon. Halt. Status. Er wollte gerne ein V-Senior sein. Also ist er jetzt mein VM-Sklave geworden. Mit Stärke, Surfer, Zerschneider. Und eine Kopfnuss. Er hat sich sehr gefreut. Er hat sich wirklich gefreut. Kein Witz. Ohne Scheiß. Er hat sich echt gefreut. Nee, es würde mich wundern, wenn er hier ein Otter sein kann. In anderen Generationen wird er auf jeden Fall ein Otter werden, aber hier ist er ein V-Senior. Aber den Schutz reinhauen. Da gibt es doch bestimmt ein Item. Meins. Ein Sonderbonbon. Geil. Ich finde es doof, dass man zum Beispiel in Pokémon Revolution Online so selten Sonderbonbons findet. Oder allgemein, in manchen Spielen sind echt wenig Sonderbonbons. Halt, da will ich nicht rein. Ich erinnere mich, das ist der blöde Kackturm. Hier ist der richtige Weg. Nee. Ich hoffe, ich habe ein flugfähiges Pokémon auf der Box.
damit ich dann von der Insel sofort wegfliegen kann. Ansonsten kriege ich echt einen am Rappel, ey. Dann raste ich aus. Dann raste ich aus! Schon schlimm genug, dass wir jetzt zu dieser Kackinsel fahren müssen. Ja, ja, Schutz wirkt nicht. Leck mich. Nicht runter. Springen. Kacke, ich brauche doch Schutz. Wenn ich lieber mag, Ho-Oh. Ich finde Ho-Oh tausendmal cooler als Lugia. Oh, falsch. Lugia ist aber leider das Pokémon, was man besser spielen kann. Teilweise. Wegen Multischuppe. Eine Münzbeere. Beutel ist voll. Leck mich doch an der Dash. Ich muss Sachen verkaufen. Ich habe viel zu viel Schrott dabei. Oliviana City. Das Gute ist, man kommt hier viel schneller zu den ganzen Ortschaften, weil alles nicht so riesig ist. Ich muss mal eben kurz Müll verkaufen. Nein! Ah! Ho-Oh mit Belebekraft ist auch cool. Aber Lugia ist halt leider besser. Gegen Giftbeere. Tschüss. Balden. Ewigstein. X-Müll. Verkaufen. Beere behalten. Antiparabeere kann weg. Der Nougat-Riegel im Goldpapier kann auch weg. Top-Elixier füllt alle AP auf. Ganz ehrlich, scheiß doch drauf. Tschüss. Oh, wir haben sogar noch einen Top-Schutz. Interessant. Lugas cooler Ho-Oh ist hässlich. Finde ich. Ja, ist ja Geschmackssache. Ich mag beide, aber Ho-Oh einfach lieber. Aber es ist ja alles Geschmackssache. Was auch gut ist. Es wäre langweilig, wenn jeder denselben Geschmack hätte. Auf geht's. Wir müssen uns Fliegen abholen. Fliegen, wo ich es niemals noch vermutet hätte. Ist so doof. Ich wollte gerade das Pokémon wechseln, damit wir jetzt einfach schon mal ein bisschen leveln können. Aber okay. Dagegen möchte ich nicht leveln. Wenn uns ein Tentoxer anfällt, dann klatsche ich es um mit einem gezielten Dönerschock. Damit Fußrot ein bisschen leveln kann. Na? Das ist es mir überhaupt nicht wert. Wo ist es Level 20? Na, scheiß drauf. Rippchen! Wir machen jetzt Sushi. Auch wenn es dann gekocht ist, halt gekochtes Sushi ist auch egal. 148. Naja. Lohnt sich nicht. Es muss schon ein Tentoxer sein. Route 41. Ach, benutzt du die Route, die ich dir gesagt habe? Ja! Wenn jetzt ein Tentoxer kommt, dann kriegt Dratini wenigstens ordentlich Erfahrungspuppe. Die Inkognito, die bilden das Wort Veteran. Ich bin ja ein Pokémon-Veteran, da ich Pokémon seit der ersten Generation spiele. Also habe ich einfach gedacht, ich mache einfach einen Schriftzug, wo ich einfach Veteran schreibe. Ich bin Trainerklasse Veteran. Nicht zu unterschätzen. Warum kommt denn keine Tentoxer? Tentacha bringt nichts. Nicht mehr. Tschüss. Anemonia City. Toll, eine Seeanemone. Boah, komm. Ich mir auch einen Schutz reinknallen können. Wenn ich gewusst hätte, dass nur Mistviecher kommen. Ich bin irgendeine Trainerklasse mit Gift-Pokémon. Ah. Will nur sagen, Voltoball, null Elektro. Das ist so traurig. Das mit Voltoball ist echt traurig. 5 Jahre voller Tradition. Apotheke von einer die. Ja, medizinische Fragen. Ich möchte die volle Dröhnung. Was empfehlen Sie mir? Das ist der mit Potrott. Du kommst von... Achso, das ist die Strudeltante. Ja, lass mich... Ich weiß, da ist Lugia drin. Ich bin nicht blöd. Okay. Ein angelwütiger Typ. Ist das hier? Ich sehe alles. Ich weiß alles. Gewiss kann ich deine Pokémon... Ach, gib mir nicht.
Tschüss. Wo ist denn die Frau von dem Blödmann? Die steht vor der Arena. Oh, das ist die Frau. Ja. Warum schreibst du eigentlich nie was in Discord? Meinst du bei Kian auf dem Server? Das ist mir überquert, um hierher zu kommen. Es wäre viel einfacher, wenn deine Pokémon. Ja! Ja, gib's mir! Gib's mir hart, man muss es auch nicht wissen. Geil! Naja, ich habe einige Discord-Server, denen ich beigetreten bin. Und naja, ich bin halt mehr so der ruhige Leser. Ich bin einfach ziemlich ruhig auf Discord. Ich bin zwar oft online, aber ich bin mehr so der Ruhige. Ich bin nicht so schreibwütig. Ganz ehrlich, es kann auch bestimmt irgendeiner jetzt fliegen lernen, hey. Was, das wundert mich jetzt aber. Ach ja, fliegen. Die VM-Scheiße. Ich bin froh, dass es das in der neuen Generation nicht mehr gibt. Was lege ich denn mal kurz weg? Den brauche ich noch. Den will ich leveln. Wieso Piece of Crap? Ich will Black Fork nicht weglegen. Wurde ein eigener Rang gemacht. Ernsthaft? Das ist ja voll toll. Was lege ich denn jetzt weg? Nur wenn ich hin und her fliegen kann. Zeig mal, habe ich überhaupt irgendwas Tolles zum Fliegen? Box wechseln. Wir wechseln mal kurz auf die Box. Ah, da muss man ja speichern. Unter dem Ash-Rang? Ach du Heiliger. Es dürfte aber physikalisch gar nicht möglich sein, etwas Schlimmeres als Ash zu sein. Naja, Zubat. Mäusezähnchen, Aaron, Honeyqueen, Venus, zwei Omelette, Wecker, Simsalabim, Smetbrot, Smetbrötchen, Hobby, Kusilla, Gwildor, Eva Braun, Pokéball, Boom Boom. Könnten Zubat kommen? Wir eigentlich auf Zubat? Muss mal gucken. Kackbraun. Ich mach's wirklich nur ungern. Ja, komm, mach. Togepi weiterentwickeln. Kann fliegen. Ja, aber ich mag das Vieh nicht so. Ich bin nicht so der Togepi und Co. Fan. Ich kann mein Lieblings-Pokémon nicht ablegen. Es geht einfach nicht. Ich lege ihn kurz zur Seite. Nein. Wechseln. Dann nehme ich eben Zubat mit. Obwohl, bei Zubat. Kannst du was auch schon fliegen? Müsste eigentlich, ne? Ich nehme Mäusezahn mit. Mäusezähnchen ist jetzt unser Fliegenopfer. Voll das Opfer, allerlei. Beutel. Ja, einmal bitte danke. Ernsthaft? Boah. Ja, toll. Dann eben Hut, Hut. Hut, Hut. Da darf es eben Hut, Hut sein. Mitnehmen.
Wo ist denn der Wecker? Da ist der Wecker. Mitnehmen. Oh, ist das nervig. Diese scheiß VM-Kacke, ne? Geh mich auf den Wecker und lerne es. Mann. So, wir haben den EP-Teiler, wir haben Fliegen. Wir können Hutut ja mitnehmen, wenn es nötig ist. So. Tschüss! Scheiße, wir können ja jetzt nicht wechseln. Ich muss eine Stadt weiterfliegen. Freude! Tolle Spielmechaniken! Einfach geil! Richtig geil! Box wechseln! Wir gehen mal auf die Box. Ab zur Siegesstraße. Ja, endlich! Da können wir auch Dratini endlich leveln. Ja, speichern. Oh, dieses ganze Gespeicher. So. Wecker kommt weg. Na gut, bin noch zu Hause. Naja, passiert, ne? So, mitnehmen. Wir brauchen unser Almighty VM-Sklavi. Das Gute ist, wir kommen zurück, ohne groß kämpfen zu müssen. Ja. Außer ich laufe irgendwie falsch und renne aus Versehen ins hohe Gras. Haha! Profi am Start. So, endlich ist es soweit. So, auf geht's! Yay! Route 27. Mhm. Na, 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 na. Tschüssi! Okay, da kommt man nicht durch. Ich muss da durch. Die Toyo-Fälle. Ich mag diese Musik. Ich liebe die Musik aus diesem Spiel. Die ist einfach so toll. Wie lange streamst du noch? Bis 18 Uhr. Heute ist wirklich mit einem festen Ende. Heute bis 18 Uhr, weil ich später um 20 Uhr im Kino bin. Und da ich schon Hunger habe, werde ich mir dann nach dem Stream erstmal einen Döner holen gehen. Ich hab voll Bock auf einen Döner. Oh, Alter, wie schnell! Wow. Ich habe das gar nicht so wenig in Erinnerung gehabt. Aber okay, gut. Wohin möchtest du mit den Pokémon zur Pokémon-Liga? Sind deine Pokémon loyal genug, um zu gewinnen? Ich werde das überprüfen. Dein Pokémon vertraut dir blind. Es ist schön, einen guten Trainer zu treffen. Hier, ein Geschenk für deine Reise. Es ist Rückkehr. Muss jetzt nämlich weg Nachhilfe geben. Oh, alles klar. Sandsturm! Ja, natürlich. Sie vertrauen dir. Hier hast du Sandsturm. Okay, dann erstmal viel Spaß und vielleicht sieht man sich später nochmal wieder, wenn du wiederkommst. Hier kommen nur selten Menschen vorbei. Trainer, trainierst du vollkommen allein? Naja, nicht ganz. Ich habe meine Pokémon dabei. Und ich werde beobachtet aus dem Weiten des Internets, was du nicht kennst. Bau dir ein Sandsturm-Team. Ja, könnte man machen, aber ganz ehrlich, lohnt sich nicht. Bisasam. Ich ahne, hatte sie drei Pokémon? Ich ahne, dass da jetzt drei völlig unterentwickelte arme Pokémon kommen werden. Triplette! Reinste Analgewitter hier. Das ist der reinste Heuler. Normal Attacken gelten als physisch. Jetzt mache ich keinen Two-Hit mehr, ne? Wenn die alle Bisa. Ah, bitte nicht. Und eines rasiert mich! Hätte aber besser gehen können. Ich habe immer noch ein 3-Tage-Bad. Geil. Was? Nix. Alles cool. So. Tschüss, Bisasam. 219. Das ist so traurig. Level 11. Bisa Knosp. Alles klar.
Ich habe so das Gefühl... Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich habe das Gefühl, Edna bricht gleich aus. Okay, soll mir nicht stören, wenn jetzt gleich dieser Floor kommt, finde ich gut. Da können wir ordentlich Erfahrungspuppel abstauben. Für Fußrotar! Na, 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 die! 480, naja. Level 12, immerhin. Yeah! Dieser Floor. Yeah, ich wacke mit meiner Blüte und mit meinem Arsch. Ja, dann wackel mal. Ja, ich brutzel dich weg. Juhu.712, naja. Geht, ne? Level 13. Sehr geil. Maya wurde besiegt, aber Maya. Oh, du bist wirklich stark. Und du bist wirklich schwach. Tschüss. Lebe mit dem guten Gefühl, nichts zu können. Oh, du siehst sehr stark aus. Ich will gegen dich kämpfen. So tun sie dies und bereuen sie es später. Mal gucken, was der Arschtrainer so drauf hat. Magnetan. Ja, okay. Magneton gegen Magneton. Ja. Toll. Och nö, Superschall. Nee, Kreideschrei. Ist deutlich besser. Verteidigung sinkt stark. Oh nein, was soll ich da nur tun? Hilfe. Weiter drauf, Tripletten. Ja. Warum kann der Donnerblitz? Der miese Dreckscheater. Was macht ein Donnerschock an Schaden? Ich frage für einen Freund. Wow. Das macht mehr Damage, als ich erwartet habe. War dann, ne? Okay. Ich dachte, okay, ich... Ja, ist auch wurscht. Ich dachte, es kommt sofort Karma, aber ich habe nochmal Glück gehabt. Mach richtig Schweine ab hier. Man besiegt 565, naja, ein abgebrochen, aber naja, ich meine. Level 14. Levelunterschied. At Morlord. Ja, großartig. Das ist ja toll. Los, Marcel. Ich brauche deine Hilfe. Den Lord des Moors werden wir jetzt umbringen. Man kann ja auch so draufhauen. Mit einem M für Marcells Drachenwut. Oh nein. Es lahmt mich. Nom. Schmeckt ein bisschen schleimig. 451. Was? Kein Level ab? Was? Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Was soll ich da nur tun? Gegen ein oh wei. Das mächtigste Pokémon aller Zeiten. Die Donnerklöten auf Doomheit. Jetzt erinnere ich mich an meinen Shiny-Zucht-Stream für Shiny-Owei. Die goldenen Klöten. The Golden Nuggets. Flammrad. Ich muss mir über die Nase putzen. Nervig. Ja. Windhose? Ganz ehrlich, nein. Wir haben Feuerodem. Nein. Ja. Scheiß Windhose, bitte. Feuerodem kann paralysieren und ist stärker. Hey.
Juhu! Er freut sich, dass er verloren hat. Das freut mich. Masochist. Du bist gut, nicht wahr? Das sagt man mir ständig. Du bist voll der geile Spieler. Du siehst gut aus. Du bist der Andro. Du bist nicht der Andro. Du bist ein super Streamer. Dich follow ich, subscribe ich und dir donate ich meinen ganzen Monatslohn. Was? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gerade mit Magnetin nicht die besten Chancen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Los, Marcel! Tu, was du tun musst. Und krieg einen Sandwirbel ab. Ich bin auch bei dem Gegner gerade. Ah, cool. Kaskade. Natürlich treffen wir jetzt schon nicht mehr. Ach, du dämlicher Arschkratzer. Triff! Danke. Rippchen. Ja, Rippchen. 300 für Glubschi, für Marcel und für Dratini. Gibt es 607. Geil. Wie ich dachte. Natürlich hat er Steinkante. Hey. Sag nichts. Lass mich raten, woran du denkst. Ich weiß, du denkst darüber nach, zur Pokémon-Liga zu gehen. Nein, liegt auch nicht daran, dass ich gerade auf dem Weg dahin bin. Was soll ich sonst hier wollen? Wow, was für ein... Er hat's voll drauf, ne? Cyrille hat's echt drauf. Cyrille ist einfach der Beste, den ich jemals gesehen habe, wenn es um so einen Scheiß geht. So. Ich bin schockiert. Und ich bin schneller? Ich bin schneller als ein Stami? Ach, der Unterschied als Magneton, das ist... Ich denke an Döner. Ich weiß nicht, wie das kommt. Level 16. Geil! Mhm. Oh, wei. Ich finde es schön, dass wir endlich mal wieder in einem Gebiet sind, wo wir auch gut trainieren können. Ich weiß nämlich immer noch nicht, wie das Level Cap für die Liga ist. Habe ich voll vergessen, aber es gibt Schlimmeres. Na, Edna? Level 41 habe ich gehört. Edna, hey, komm. Level 41. Komm. Spring über deinen Schatten. Yes! Und irgendwann lernen wir Flammenwurf. Girafarik. Oh. Oder rückwärts gesprochen, Girafarik. Oh. Cyrille. Mit dem wackelnden Schwanz. Friss mein flammendes Rad. Was? Es lebt noch? Was? Nein! Das sehe ich nicht ein. Ich bin immer noch schneller. Flupp! Level 17. Ach, sehr gut. Cyrille. Das ist zu viel. Mein Kopf tut weh. Warum bin ich eigentlich so langsam unterwegs? Es macht gar keinen Sinn. Du solltest die wilden Pokémon, die hier leben, nicht unterschätzen. Naja, bisher habe ich noch keine gesehen. Ist auch kein Gras. Ich will Gras, ich will Spaß. Bea und Starmie. Starmie ist okay, wir sind sowieso schneller. Und können es one-hitten. Ach, jetzt ist es... Ach, komm. Manchmal ist das ein bisschen... Sehr willkürlich, möchte ich anmerken. Dönerschock. Würzig und saftig und es hat überlebt. Warum? Warum? Nein! Tu das nicht! Er ist dem Untergang geweiht, der geschlechtslose Stern. Was ich immer noch irgendwie komisch finde, dass das Ding einfach geschlechtslos ist. Oder sind im Real Life das besagte Nidoqueen, Seesterne auch geschlechtslos und pflanzen sich anders fort? Ich hab keine Ahnung. Marcel. Du bist dran!
Ich bin Nidoqueen und eine Freundin von Giovannis Nidoqueen. Ich war damals noch sehr jung. Kaskade. Blablabla. Reicht aber nicht für einen One-Hit. Siehst du? Oh nein, Doppelkick. Nichts effektiv auf ein Flug-Pokémon. Boah, 6 KP, Alter. Ich bin fast vorm Exitus. Boah, ich hab Angst. Wie gut, dass wir schneller sind und es beenden können. Es hätte uns jetzt einfach, ne, also in Grund und Boden gekickt. Ich hatte solche Angst. Level 18. Sehr gut. Starmie. Ich bleib drin. Fuchteln. Ich fuchtel wild mit meiner Schwanzflosse rum. Mit meinem nassen Schweif. Ja, Nidoking ist deutlich cooler. Aber was ist denn das UU? Eine Tierbezeichnung, die ich nicht kenne. Ich kenne nur die eigenen Tierlists. Oh, du bist viel zu stark. Ja, schön, dass du es realisiert hast. Geh aus dem Weg! Dämliche! Wow, wofür kann ich denn... Sinnlos. Du redest über ein Tier von einer Organisation, die nichts auf dem Kasten hat. Deswegen kenne ich das nicht. Du kennst auch die eigenen Tierlisten von... Die Kira und ich zusammengebastelt haben. Das sind Tierlisten. Das andere sind einfach nur random zusammengewürfelte Bullshitterei nach... ja, das wird oft gespielt, das ist richtig toll. Bläh. Arthur mit Baldorfisch, natürlich. Bro. Ein kleines Baldorfisch. Tödlich giftig. Wir müssen es auf jeden Fall essen. Level 19. Ja, wird doch langsam. Arthur mit Baldorfisch. Ah ja, alles klar. Ich glaube, er hat danach noch einen Baldorfisch. Oder eine Radfratz. Eins von beiden muss es sein. Alles andere wäre total reine Willkür. Aber kurz scannen. Ich bin ein bisschen müde, falls man es nicht gemerkt hat. Ich mag Starmie. Ja, ich auch. Okay, es wäre fast ein Baldorfisch geworden. Mir wird langsam ein bisschen warm, möchte ich nur mal anmerken. Bam, bam, ba, badadadam, badadam, bam, mit dem Crit natürlich. Ich will Donnerblitz haben, möchte ich nochmal anmerken. Schade, keine Level 20. Nein, nicht in diesem Kampf! Was denn? Ich hab dir nicht zugehört, was denn? Ich wollte gerade sagen, ich hätte gerne wilde Pokémon... Ja, nicht so schnell, aber ich hätte gerne welche. Dodo! Ich liebe Dodo und Dodri. Das ist ein Pokémon, das würde ich sogar für Fliegen fangen, wenn ich es jetzt nicht töten würde. Weil, warum auch immer, Dodo und Dodri können ohne Flügel Fliegen einsetzen. Das ist schon irgendwie sehr mysteriös und random. Es ist irgendwie sehr random. Cedric! Mit Psyana. Alles klar. Los, Glubschi! Lass dich nicht umbringen! Konfusion. Naja, mit einer besseren Attacke hätte ich mir Sorgen gemacht, aber Konfusion auch nicht sehr effektiv. Ach komm. Jo, alles klar. Das wird auf jeden Fall gut enden. Bullshit. Ja, wir wechseln einfach mal auf Marcel.
Marcel hat da etwas, was es gerne mal machen möchte. Also Marcel möchte da gerne was machen. Ein Crit fressen natürlich. Leck mich doch sonst wo. Ernsthaft, Sternschauer? Warum? Warum machst du... Das ist doch dumm. Hier, ich möchte meine spitzen Zähne in dich vertiefen. Ach ja, das ist ja speziell. Es ist dumm. Hier, ich fuchtel dir einfach einen vor. Ein Crit, natürlich kommt jetzt der Crit, natürlich. Level 20, geil. Cedric. Guter Kampf. Von mir aus, aber nicht von dir aus. Ich wollte jetzt gar nicht runterhüppeln. Ach, was soll's. Ah, okay, das ist das. Ach ja. Yay! Nochmal ein Dodo? Tatsächlich. Jetzt ist es Level 28. Nein, will ich nicht. Ich will es auf Level 30 oder höher. Alles klar. Ich möchte nur gucken. Gucken und anfassen. Oh, Ponita. Ich habe noch kein Ponita. Ich möchte es Fang und Lasagne nennen. Triplette. Du überlebst das, habe ich gehört. Hey. Ich greife ohne Step und mit einer physischen Attacke an. Sehr gut. Wie ein Stahl-Pokémon. Deswegen ist meine Entscheidung drin zu bleiben echt intelligent. Glubschi gegen die Falle. Nein! Glubschi! Du überlebst das. Am besten schmeiß ich den Meisterball. Lasagne, weil wegen vor vielen, vielen Jahren der Skandal mit dem Pferdefleisch in Lasagne. Deswegen nenne ich es jetzt Lasagne. Yeah! Toll, Lasagne wurde gefangen. Außerdem ist Ponita ein Feuer-Pokémon und heiße Lasagne, voll geil. Feuerpferd, Ponita. Das Springen über Gras, das täglich wächst, hat es zu einem Springer von Weltklasse gemacht. Was? Was für ein random Scheißeintrag. Lasagne. Lasagne. Geil. Oh, ein Haus. Ein Häuschen. Ein verstecktes Häufchen im hohen Gras. Hinterm hohen Gras. Ist auch egal. Na, bist du Level 30? Nö. Dann bist du mir Kreuz, Furz, Pieps, Schief. Egal. Hallo. Oh. Hier steht etwas geschrieben. Lesen? Ja, klar. Na, meine Brüder und Schwestern. Wir sind stolz darauf, Pokémon-Trainer zu dienen. Wenn ein Trainer mit dir spricht, gib ihm etwas Nützliches. Eure Monja. Weiterlesen. Montag Monja, Route 40. Dienstag Dietlinde. Ach du ja, Route 29. Ja. Mittwoch Mitko, See des Zorns. Donnerstag Donatus, Route 36. Freitag Frieda, Route 32. Samstag Samson, Ebenholz City. Sonntag Sonnfried, Route 37. Ja, warte mal kurz.